sehen. Und heute kann ich dich nicht sehen. Ja, dann müssen wir es erstmal so lassen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nicht wundern, die Haare sind nicht fettig. Die sind gerade frisch gewaschen. Wir bekommen jetzt gleich Besuch, nämlich der Tierarzt kommt jetzt gleich vorbei und nimmt Mimi und Spot mit. Oh Gott. Die beiden werden heute unter Vollnarkose zum Tierzahnarzt gebracht. Die haben also Chihuahuas, haben grundsätzlich ein übelstes Problem mit Zahnstein. Und das muss man eigentlich einmal im Jahr machen lassen. Ich wollte es aber letztes Jahr machen vor dem Umzug, habe es aber nicht mehr geschafft gehabt. Und jetzt hole ich es aber endlich nach. Das muss komplett alles wieder runter an den Zahnstein. Genau, der Tierarzt holt die Hunde ab und bringt sie auch wieder her. Ich kenne den Tierarzt schon. Spotty hatte ja vor ein paar Monaten ein mega Problem mit seinem Popo. Die Analdrüse war verstopft. Und da ist nämlich auch der Tierarzt hierher gekommen. Der macht nämlich grundsätzlich nur Hausbesuche, weil er mal meint, dass die Hunde zu Hause einfach viel, viel entspannter sind als in der Klinik. Macht natürlich auch Sinn. Das heißt, er kommt sogar nur zum Krallenschneiden nach Hause. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich meine, so eine Vollnarkose ist halt immer... Ja, ich habe da halt immer mega Schiss. Aber es wird schon alles gut gehen. Toi, toi, toi. Morgen. Ist es schon Cornflakes? Sehr gut. Guck mal, erkennst du was? Was könnte das sein? Ein Schwäne. Ein Schwan? Ja. Wo ist denn der Kopf? Hier. Und da ist der Schnabel. Ein Schwan. Von der Tür draußen so wegen Corona ist nicht reingekommen. Mann, es wird alles gut gehen, hoffe ich. Bis 16 Uhr müssen wir jetzt warten. So, Juna, ich druck dir jetzt die Übungsblätter aus. Wenn die Miley nachher Schule macht, dann machen wir nämlich... Ja, dann machen wir nämlich beide auch ein bisschen Schule. Wir lernen schneiden. Wir können auch schon Zahlen nachgehen. Ein paar Zahlen lernen. Aber guck mal, ich habe hier was rausgesucht zum Schneiden lernen. Ich zeige es dir auch mal. Ich will Schlangen. Genau, ich habe die Schlange schon ausgedruckt. Da kannst du hier lang schneiden. Dann habe ich das hier schon rausgedruckt. Da, so. Ja, dann musst du so nachmalen. Sowas habe ich schon ausgedruckt. Nee, der ist auch noch ganz interessant zum Nachmalen. Guck mal. Oh, da kannst du lernen, eine Katze malen. Ja, ich kann Katzen. So, ich habe mich jetzt die ganze Zeit rangesetzt und habe Video geschnitten. Bin noch nicht fertig. Bin gerade mal bei 6 Minuten 48. Ich glaube, das wird ein bisschen länger, das Video. Ich mache jetzt aber erstmal Mittagessen, weil sonst schaffe ich das nämlich nicht. Wir haben es ja schon wieder 12.12 Uhr. Ein Apfel? Ja. Soll ich den Apfel schnell schneiden? Ich mach euch schnell einen Apfel. Dann gibt es heute Hackbraten zum Mittagessen. Okay, Juna? Mit Buttermöhren. So, hier, Juna. Apfelteller. Bitte schön. Juni. Juni-Guni. Juni-Guni? Ja. Ich weiß kein Juni-Guni. Ach, du bist Juni-Guni. Will ich nicht. Okay. So. Mittagessen vorbereitet. Piep, piep, piep. Wir haben uns ganz doll lieb. Hey. Guten Appetit. Hilfst du mir jetzt? Ja. Beim Schneiden? Ja. Oh, dann helf mir mal. Mal die Szene angucken. Ja. Jetzt muss ich die Lücke wegmachen. Aber drück mal darauf. Löst du das? Ja. Ja. Perfekt. Jetzt ist es, gucken, jetzt ist es die Lücke weg. Eine Lollipuppe in der Hand. Habe ich einfach so gemalt. Hast du gesehen? Ja. Jetzt muss ich noch das Bild dazu bearbeiten, dieses Titelbild. Und dann bin ich fertig. Dann geht es 18 Uhr online. Und dann mache ich erstmal mit der Miley Schule. Für Juna habe ich ja auch diese Sachen da ausgedruckt. Die werde ich auch gleich mit ihr machen. Miley fängt schon an. Und für Juna habe ich jetzt, wie gesagt, was ausgedruckt. Da habe ich einfach eingegeben, Arbeitsblätter für Kindergarten. So, dann muss sie jetzt hier ein bisschen nachzeichnen. Aber ich glaube, das kriegt sie ganz gut hin. Später habe ich noch ganz tolle Mandalas für euch zum Ausmalen. Fertig schon? Okay, jetzt mit den anderen genau das Gleiche machen. Prima, Juna. Mama. Prima. Das ist nicht so schlimm. Mach einfach weiter. Das ist nicht aber schlimm. Aber das geht auch so. Das ist nicht schlimm. Das erste hast du richtig gut gemacht. Genau, du musst jetzt noch das rote hier, den Zylinder und ja, dann die andere Seite noch. Roter, das erkläre ich dir dann. Mein roter ist zu oft hingefallen und jetzt sind die Minen da drin schon gebrochen. Wir haben aber so viele Buntstifte, dann such dir schnell einen anderen. Ja? Ja?
Super, fertig. Jetzt guck mal, wie lang sie ist. Bitteschön, ist deine. Nein, das muss ich auch Elsa schenken. Willst du auch Elsa schenken? Okay. Gleich 18 Uhr und die Hunde sind immer noch zurück, Luna. Wir müssen noch ein bisschen Zähne putzen. Da hast du wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich brauchen sie ein bisschen länger, da waren die Zähne sehr dreckig. Hm? Mhm. Während ich jetzt hier gerade auf die Hunde warte, habe ich gerade mal im Internet geguckt. Jetzt habe ich voll Bock auf Kuchen. Jetzt habe ich gerade Juna gefragt, ob sie auch Bock hat auf einen russischen Zupfkuchen. Ja, komm her, ich helfe dir. Wir haben uns jetzt entschieden, wir machen spontan einen. Es war gleich zu 18 Uhr, aber egal. Warte, hier, musst du aufreißen. Zieh! Warte, hier in dem Loch ziehen. Ja, jetzt kannst du eine Packung rausnehmen. Du kannst hier aufmachen. So, Mama versucht jetzt aufzustehen und dann machen wir den Kuchen, okay? Willst du mir aufstehen? Kann ich. Eins. Zwei. Und? Zieh! Ich brauche eine Diät, ich muss abnehmen. Und da hat es schon geklingelt. Mimi ist wieder da. Und der Spotty auch. Wie? Und Spotty kann ich dich nicht hin. Ja, dann müssen wir es erstmal so lassen. Und ganz plötzlich hat es wieder geklingelt. Nein, der hat hier die Narkosespritze drin, deswegen hat er das nur. Mimi hat gar keine Lust irgendwie auf Nähe und Spotty weicht mir jetzt gar nicht mehr von der Seite. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das überhaupt erzählt habe. Wir haben bei Spotty nämlich nicht nur die Zähne gemacht, sondern ich habe ihn jetzt auch endlich mal kastriert. Mein Baby hat jetzt keine Eierchen mehr. Er ist keine Welpen mehr. Nie wieder. Der ist schon so oft aufgesprungen. Damals immer auf Mimi, danach auf Peaches. Wenn wir den irgendwo zu Besuch hatten, ist er immer überall raufgesprungen. Selbst vom Labrador hast du nicht Stopp gemacht, ne? Hauptsache das Bein gepimpert. Ja, ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden gehabt. Jetzt haben wir es hinter uns gebracht, ne, mein Schatz? Ich wollte es eigentlich schon eine ganze Zeit lang machen. Eigentlich schon damals, als ich noch im Haus gewohnt habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Naja, hat immer zeitlich nicht so ganz hingehauen. So, jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob ich den Kuchen jetzt doch noch mache oder nicht. Wenn Spotty die ganze Zeit so bei mir sein will. Das meine ich. Gerade saß er hier, jetzt hat er sich hier hingesetzt. Ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit. Mal gucken, wie es in einer halben Stunde aussieht. Vielleicht schläft er ja dann mache ich ganz schnell den Kuchen. Nisbot, nehme ich dich jetzt einfach mit überall. Ja, ich mache ja schon. Ich habe halt immer nur eine Hand frei. So, Spot. Sei fertig. Versprochen. Genießt du das, Spot? Genießt du das? Die ganze Zeit bei Mama? Ja, schläfst fast ein. Ich habe schon gerade eben so mit einer Hand Paprika geschnitten. Wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders, ne? Aber so ist er wenigstens komplett entspannt. Wenn ich ihn jetzt runterlasse, dann rennt er die ganze Zeit durch die Gegend. Ich habe vorhin noch extra für die Hunde ein bisschen was gekocht. Reis, Hühnchen, Eis mit drinne und Möhrchen. Schmeckt, ne, mein Schatz? Okay, ich lasse das jetzt mit dem Kuchen. Boah, die brauchen mich gerade, deswegen, ich gebe ihm jetzt nochmal Schmerzmittel, was ich bekommen habe. Und dann legen wir uns jetzt alle ins Bettchen. Boah, der ist so entspannt, wenn er bei mir ist. Wenn ich ihn jetzt laufen lasse, dann rennt er hier nur rum und ist mega nervös und fängt an zu hecheln. Deswegen, ich gebe ihm jetzt, wie gesagt, Schmerzmittel, lege mich mit ihm ins Bett. Dann gucken wir vielleicht noch einen schönen Film, kuscheln ganz viel und morgen sieht die Welt vielleicht ein bisschen besser aus. Ich habe jetzt noch das Druckverband abgemacht. Gegessen hat er noch nicht so viel, aber wenigstens ein bisschen. Muss ich mal gucken, ihm sitzt noch das Schmerzmittel auch irgendwie, sind solche Tropfen. Auch und das Essen mixen. Mal gucken, wie er das dann nimmt. Ich werde da nicht so einen Hunger, vielleicht ein Stück Wiener oder so. Naja, meine Lieben, ich werde auf jeden Fall das Video jetzt beenden. Ich werde das Wohnzimmer noch ein bisschen aufräumen müssen, während Spotty auf meinem Arm ist. Und dann würde ich das Video auch nochmal schneiden. Ich weiß nicht, ob ich das heute mache oder morgen. Und ich versuche jetzt, jeden Tag zu vloggen. Mal wird es vielleicht ein längerer Vlog, mal wird es vielleicht ein kürzerer Vlog, mal schaffe ich das vielleicht aber auch gar nicht, mal kommt vielleicht ein anderes Video. Ich weiß es nicht. Es ist alles so ein bisschen spontan jetzt. Je nach Laune und Zeit und wie jetzt bei uns alles so gerade abläuft. Nur, dass ihr Bescheid wisst, also jetzt gerade aktuell habe ich ja jetzt jeden Tag was gedreht und morgen, so wie es aussieht, werde ich auch wieder drehen. Und ich werde den Kuchen morgen machen, definitiv. Und werde ich euch dann auch das Rezept in die Infobox schreiben. Weil ich das mal echt vergesse. Ich werde es auf Instagram posten. Ich werde es auf Instagram posten und in die Highlights stecken, okay? Also ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt gesund und dann vielleicht bis morgen. Ich habe euch ganz so lieb. Eure Anne Wünsche. Sagt Tschüss, Bot. Du bist so süß, oh Gott.